Hallöchen und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück hier bei der Trial Challenge. Und heute kämpfen wir gegen Ron, aka Mining Fox, gegen den wir auch schon in Streams gekämpft haben, wie ich gerade von ihm erfahren habe. Er ist der nächste Competitor und er bringt relativ interessante Pokémon mit. Sehr viel Style, wobei, ja doch, wohl, da kann man schon sagen. Meine Freunde, ich bin unglaublich gespannt, ich will gar nicht weiter labern, ich will euch nicht auf die Folter spannen. Der Junge meinte, yo, Naomi und Campbell sind dran und die beiden sind jetzt dran. Er bringt ein Luminion. Oh mein Gott, in den Kampf. Er bringt ein Silvelli. Interessant. Er bringt ein Pandrago. Und Mudsdale und hier Tapuriki, ne? Interessant. Und ein Farbigel. Da bin ich unglaublich gespannt, was er tut. Er hat bisher jedes einzelne Battle gesehen, was wir hier, ne? Also auch hier das hier. Das war das letzte, was er gesehen hat. Er weiß also schon meine Strategien und wie das Ganze hier abläuft und so weiter. Von daher erwarte ich einiges von Ron, da er sich jetzt sehr, sehr gut darauf vorbereiten konnte, was hier in diesen Double Battles passiert. Er weiß meinen Lead, er kennt meine Pokémon, er kennt meine Items, meine Sets, er kennt meine Strategien. Das dürfte an der Stelle, ne, relativ interessant werden. So, jetzt die Sache ist, die Mudsdale könnte Steinhagel haben, Kokoriko könnte, I don't know, man. Er kann mich theoretisch einfach wegbatzen, ne? Er könnte auf den Feenschein gehen, um das Kapu Aslak zu predikten, was den Steinhagel resisten würde. Er kann unglaublich viel machen, ne? Er kann unglaublich viel machen. Was mache ich an der Stelle am besten? Habe ich einen Switch in? Ich habe Yoshino, ich habe Rangiku. Okay, Momente mal. Ich habe vielleicht habe ich eine Idee. Ja, das Ding ist, wow, Alter, sein Pokémon nimmt mich auseinander, my boy. Sorry, dass ich so lange überlege, aber ich habe keine Ahnung. Ne, ich habe mich auch, Wilferon, Mann, mach nicht so, ne, spiel mal gut jetzt. Ich probiere gut zu spielen, aber was soll ich denn da reinschicken, um ehrlich zu sein, so. Ah, okay, es macht keinen Sinn, es ist eigentlich egal. Ich kann hoffen. Es macht keinen Sinn, ich muss hoffen, dass er irgendwie irgendwie was anderes drückt oder keine Ahnung. So, ich gehe fürs Wutpulver. Ich kann nichts weiteres machen. Es wird eh von einem Steinhagel gekillt. Sturzflug. Okay. Ja, das wäre wahrscheinlich eh auf Helios gegangen, ne? Kriege ich Flammkörperbirn? Nope, kriege ich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Eigentlich habe ich Beulenhelm auf diesem Volcarona. Haben mich auch übrigens ein paar Leute gefragt, warum hat Helios kein Item? Ja, das war ein Fehler von mir. Ich habe eigentlich Beulenhelm auf dem Ding, aber, und hier kommt das Aber, der Problem ist, was mache ich jetzt? Ich kann mit Capo Aslak rein. Das Ding ist, ich habe den Beulenhelm auf einem anderen Pokémon in der Challenge verteilt und ich habe auf dieser blöden Edition leider nur einen Beulenhelm und ja, jetzt muss ich halt ohne Beulenhelm spielen, solange bis ich einen habe. Okay, ich habe die Offensivweste auf Capo Aslak. Das bedeutet, es muss mich eigentlich nicht jucken, ne? Ich kann eigentlich auf den Surfer gehen und den Mogelhieb drücken auf diesem Kokoriko. Und dann im Anschluss nochmal vielleicht einen Patronenhieb droppen und dann könnte das Kokoriko vielleicht sogar schon sterben, wenn der Surfer ein bisschen was an Damage macht. Ich weiß es nicht, kann es leider gar nicht einschätzen. Przewalski? Bist du Russe, Digga? Was ist ein Przewalski? Ist das ein Pferd? Und das Kokoriko ist ein Hahn oder wie? Das wäre fucking lustig. Okay.
Ja, gucken wir mal. Er kennt den Mogellieb. Naja, er weiß, dass ein Mogellieb kommt. Er kann wunderbar darauf reagieren. Ja, das Ding ist halt so, Sephiroth, Mann, du spielst ja mega schlecht. So, nein, okay, vielleicht spiele ich nicht perfekt, aber die Gegner kennen halt meine Strategien und können darauf reagieren so und können machen, was sie wollen und ne, so ist es so, hä? Nein, wenn man die Teams und die Sets kennt, dann ist es halt einfach sehr, sehr schwer zu gewinnen. Ne? Ich meine, er kann mit demselben beiden Pokémon hier drin bleiben. Er macht einfach, ja, er macht, was er will, ne? Und meine Pokémon sterben so vor sich hin. Und er muss einfach nur auf Steinhagel klicken die ganze Zeit. Ne? Er hat nichts anderes gemacht, als Steinhagel und Sturzflug zu klicken. Was anderes hat er nicht gemacht. Okay, ich gehe auf den Surfer. Ich gehe auf den Patronenhieb. Ich hoffe, dass der Patronenhieb... Warte mal, der Tempohieb wird resisted, ja. Der Patronenhieb wird neutral treffen. Ich habe Techniker, Fragezeichen. Reicht das, um das Kokoriko rauszunehmen? Oder will ich an der Stelle lieber... Weißt du was? Ich gehe für eine Ice Shard. Ich gehe für eine Ice Shard, weil erst, ehrlich gesagt, das Przewalski hier, oder Przewalski, keine Ahnung, wie man das ausspricht, macht mir nicht viel. Und selbst wenn der Patronenhieb reicht, dann kriege ich einen Ice Shard auf Przewalski ab. Und er reicht. Okay, cool. Alles cool. Ja, ich habe relativ safe gespielt. Ne, jetzt kommt ein Ice Splitter. Der wird das Ding neutral treffen, auch ein bisschen Damage machen, nicht allzu wenig. Pferdestärke kommt durch. Okay. Auf Yoshino, das reicht aber nicht. Das reicht nicht, um Yoshino rauszunehmen. Und ich habe zwei Pokémon mit Prios und ich würde Mudsdale outspeeden. Das heißt, ich könnte hier ein bisschen was mit meinem Mogelhieb-Pokémon tun. Er hat keine Kapuriki mehr, was unglaublich gut für mich ist. Alter, Sturzflug-Kapuriki. Okay, also er hätte ein spezielles Kapuriki spielen können und einfach alles und jeden töten. Aber er hat sich dazu entschlossen, Style mitzunehmen. Offensichtlich physisch. Übrigens, das Mudsdale hat keine Boosts bekommen, ne? Hat das Tempomacher, das Ding? Ich glaube, ja. Und jetzt kommt das Alfa Romeo. Sigilyph oder Silvali, wie auch immer. Gift? Geist? Ich glaube, Gift, oder? Ja, ich denke mal schon. Okay, die Sache ist die. Kann ich noch irgendwas... Warte mal, was hat er noch für Pokémon im Team? Er hat noch Lumineon im Team. Und ich habe mit meinem Yoshino... Hat zwei Ohrabsorber, oder? Ja, aber... Was könnte ich... Doch, ich könnte Yoshino tatsächlich noch brauchen. Von daher... Die Sache ist die. Chiria ist an der Stelle. Was hat der Gegner? Lumineon, ne? Ich brauche das Ding noch. Ich brauche das definitiv noch, Digga. Hier, ja. Ah, ich muss, glaube ich, drinbleiben, oder? Ich muss, glaube ich, drinbleiben. I don't fucking know, Alter. Was soll ich tun? Soll ich zu Rangiku raus? Und. Nee. Das wäre auch doof. Ja, ich muss die hier, ne? Ich muss das tun jetzt. Und einen Tempohieb auf Przewalski. Und wer weiß, vielleicht kann ich dann Przewalski rausnehmen. Oh, wird zurückrufen. Lol, okay. Lumineon kommt rein. Lumi, okay. Wow, okay. Gut. Holy shit. Das Ding hat Damage gemacht. Und er hat den Donnerblitz auf dem Ding. Okay, interessant. Das Lumineon hat gerade Damage gefressen, ne? Um ehrlich zu sein, kann ich zu Rangiku rein. Und mal ein paar Seher verteilen. War Lumineon speziell defensiv, ne? Ah, ich glaube, Alomomola war physisch und Lumineon war speziell defensiv. Kann das sein? I don't know. Auf jeden Fall. Will ich einen Seher droppen oder will ich... Theoretisch. Ich gehe mal auf einen Psychoschmetterschlag, ne? Einfach um ein bisschen Damage zu machen. Ich gehe auch nochmal auf einen, ne? Auf so einen Teil hier. Oder will ich rausswitchen mit Capo Aslak? Oh, goddammit. Was zum Teufel soll das jetzt wieder sein? Ja gut, ich kann jetzt nicht an die Tür, leider. Leider. Alter, heute ist...
die Kacke am Dampfen gerade, ne? Das Ding ist, ich muss gleich noch zu meiner Mutter, weil ich meine Mutter sonst nicht mehr sehe vor der Gamescom. Oh, kommt er mit Pandagro? Er kommt mit Pandagro rein. Yo, krass, wie er mich predicted hat, Alter. Wow, okay. Meine Mutter will mich noch sehen. Muss ich heute noch hin, weil morgen fliegt sie weg und nächste Woche bin ich auf der Gamescom. Und falls ich abstürze, wäre das meine letzte Gelegenheit, ihr Tschüss zu sagen. Dann will mich Krabu noch sehen, weil wir noch ein Video drehen bzw. hochladen müssen. Dann habe ich noch eine andere Person, die mich noch kurz sehen will, wo ich mich jetzt nicht weiter dazu äußern will. Dann haben wir einen Pöstler anscheinend oder irgendjemand, der mir gerade ne, klingelt. Holy shit, dann muss ich hier noch das Ding hier aufnehmen. Alter Schwede, okay. Hat der gerade Kaskade eingesetzt, der Junge? Okay, ich gehe mal auf einen Wegtanz. Oder gehe ich für einen Orkan? Warte mal. Nee, ich hätte theoretisch noch Capo Aslak, wo ich den Jungen noch wegkriegen könnte. Aber Lumi könnte ich auch easy wegnehmen, ne? Aber trotzdem gehe ich jetzt mal auf Lumi. Patronenhieb auf Rangiku, okay. Ja, das reicht leider nicht. Ne? Ich hätte wirklich für den Seher gehen sollen und nicht für die Psychokinese. Aber in Ordnung, Lumi ist tot. Ah, das ist so ätzend. Weißt du, jetzt kommt ein Paket für mich. Der Typ rennt jetzt weg. Ich kann nicht das Spiel stoppen. Danach muss ich wieder zur Post und das scheiß Paket holen. Weißt du, so, es ist mega ätzend. Es ist mega nervig. Aber in Ordnung. Was kommt jetzt rein? Przewalski wieder. Okay. Ja, um das Ding muss ich mir keine Gedanken mehr machen, weil der Seher ging auf die linke Seite. Will ich nochmal für einen Seher gehen oder gehe ich für einen... Nee, tatsächlich gehe ich mal für einen Seitentausch und danach einfach für einen Orkan auf Po. Ne? Auf Po gehe ich. So. Aber seit wann kommt die Post um 13.30 Uhr, Alter? Das kann doch nicht sein, Mann. So, jetzt kommt... Oh, natürlich Mr. Orkan. Natürlich Mr. Stab, sehr effektive Leben, Orb Orkan auf Po. Und das Ding geht down. Und der Steinhagel, ja, trifft. Rangiku ebenfalls, ne? Das juckt ihn halt nicht. Ja, GG! Das ist richtig gut, my boy. Okay, ja, dann komme ich mit Capo Aslak rein. Auf die linke Seite. Mit Theresa komme ich auf der Seite rein. Ja, jetzt kann er einen Abschlag droppen und Theresa rausnehmen. Das wird jetzt ekelhaft. Was hat der Typ noch? Er hat noch 4 Pokémon. Oh mein Gott. Okay. Ich gehe mal für den Mogelhieb auf Przewalski. Oder outspeede mich, das Ding. Nee, ich könnte es theoretisch in der nächsten Runde outspeeden, ne? Okay, aber ich gehe dennoch mal für den Flare Blitz auf dieses Po, oder? Oder was mache ich da? Will ich wirklich... Nee, ich muss das Ding da mogelhieben. Ich muss das Ding da mogelhieben. Und Flare blitzen. Ja, weil Przewalski wird der Letzte sein, der angreift. Und der wird durch Seher wahrscheinlich sterben, ne? So, jetzt ist der potenzielle Mogelhieb weg. Ich outspeede den Jungen? Wow. Hätte ich das gewusst, meine Freunde? Dann hätte ich den direkt so rausgenommen, aber in Ordnung. Wow. Ja, Pferdestärke kommt durch, kann Theresa rausnehmen. Der Orkanmiss hat stark gemeddert, ne? Der Orkanmiss hat stark gemeddert. Tja, das war's mit Przewalski. Goddammit. Ja, jetzt habe ich noch einen Bullet Punch, Tempohieb, offensivbeste Pokémon gegen den Rest seines Teams. Ja, der Offensiv... Ja, der Orkanmiss hat stark gemeddert. Der hat richtig übel gemeddert. Weil jetzt hat er noch ein Gift-Pokémon und Snoop Dogg. Lol, er hat noch Snoop Dogg. Oh my god. Okay. Ja, GG. Dieses Game gewinnt dann wohl Mining Fox. Und nein, ich habe nicht im Kopf aufgegeben, liebe Laurena Chloe. Das tue ich nie. Aber ich weiß, wann man einen Kampf verloren hat. Ich weiß, wann man...
ne, ich denke realistisch und ich glaube nicht, dass man sowas noch gewinnen kann, weil erstens spielt man das Ding mit Sash und zweitens resistet der andere meine Angriffe und drittens, ja, wird sowas schon fast reichen, um mich zu killen, ne, so, ja. Ja. Ohne den Orkan-Miss hätte das tatsächlich nochmal spannend werden können, aber leider eben so nicht mehr. Snoop Dogg bekommen wir vielleicht noch raus, wenn wir keine Fullpara bekommen. Wir bekommen keine Fullpara, okay. Dann war es das ein relativ knappes 1:0, meine lieben Freunde. Und somit war es das auch schon mit dem ersten Kampf. GG Mining Fox, du hast ein extrem stylisches Team mitgebracht. Ich habe das, glaube ich, gar nicht appreciated. Hat er ein Luminion dabei gehabt, was Kaskade konnte? Ein physisch offensives Luminion, habe ich das gerade wirklich gesehen? Das habe ich irgendwie nur halb mitgekriegt. Wir werden es vielleicht noch mitkriegen, ne, wenn er es mal wieder mitnimmt, hoffentlich, in die weitere Challenge. Das hat mich krass erstaunt. Okay, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Battle. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Hier gegen Mining Fox. Ich gehe jetzt runter und hoffe, dass der blöde Pestler noch da ist. Wenn nicht, dann kann ich wieder dahin. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann!